keine Angst, ich mache jetzt hier nicht den Öko-Apokalyptiker, wie man ja vielleicht erwarten könnte, und erzähle euch, wie scheiße alles ist, dass es keinen Klimaschutz gibt, es wird alles schlimmer, Dürre, Sommer und so weiter, lauter Tote überall, ethische Verantwortung. Kennt ihr alles schon? Habt ihr alles schon ganz oft gehört? Ich dachte mir, dass Klimaschutz eine ethische Aufgabe für die ethische Aufgabe ist, die für die Linke wichtig ist. Das muss man nicht mehr diskutieren. Was ich eigentlich diskutieren möchte mit euch, ist, dass es seit kurzem auch strategisch vollkommen alternativlos ist, für eine linke Kraft radikalen, kompromisslosen Klimaschutz und Klimagerechtigkeit zum zentralen Politikziel zu machen. Warum? Weil es in der Klimapolitik eine Zeitenwende gegeben hat. Es gibt ein Ante-Greta und Post-Greta, Vor-Greta und Nach-Greta. Vorher war Klimaschutz nicht wirklich mehrheitsfähig. Er musste sich im Grunde immer in irgendwelche Formelkompromisse einpassen. Green New Deal, Just Transition, qualitatives Wachstum, grünes Wachstum. Haben wir alles mehrfach gehört. Klimaschutz fand nicht statt. Diese Formelkompromisse bedeuteten am Ende immer, dass das andere, das Wachstum oder die Industriearbeitsplätze in den Kohleregionen, am Ende gewonnen hat, weil es keine gesellschaftliche Kraft gab, die den Klimaschutz kompromisslos gepusht hat, weil es keine gesellschaftliche Kraft gab, die ihn sozusagen als ihr materielles Interesse gesehen hat. Der Höhepunkt dieser absurden, kompromisslosen Vermittlungslogik im Klimaschutz war denn die Kohlekommission. Die Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung, die letztes Jahr sich hingesetzt hat und gesagt hat, okay, wir nehmen den Klimaschutz, setzen ihn ins Verhältnis zu den Strompreisen, zu den Arbeitsplätzen, zu den Wählerinnenstimmen in den Regionen, das packen wir alles zusammen, rühren es um und am Ende kriegen wir einen Kohleausstieg 2038. Das ist natürlich totale Grütze, das ist kein Klimaschutz. Das ist das reichste Land, das eines der reichsten Länder der Welt. Erst 2038 aus dem dreckigsten fossilen Brennstoff aussteigt, in einer Situation, in der wir heute Angst haben, dass Brandenburg abbrennt wegen des Dürresommers, ist wirklich total daneben. So, das war die Situation Ante-Greta. Jetzt haben wir eine neue Situation. Jetzt steht ein neuer Akteur auf der historischen Bühne. Ein Akteur, der jedes politisches Kalkül jeder politischen Kraft verändern muss. Die Generation Klima. Die Generation Klima sieht Klimaschutz und Klimagerechtigkeit nicht mehr, wie vielleicht viele von uns älteren Ökolinken, als einen ethischen Auftrag. Es ist ihr ureigenstes materielles Interesse. Deswegen steht diese Generation da und konstituiert sich gerade in den Klimastreiks von Fridays for Future auf der Straße. Sie ist inspiriert von Greta Thunbergs Radikalismus, aber sie ist, wie gesagt, materiell am Klimaschutz interessiert. Diese Generation sieht, dass es bisher keinen Klimaschutz gibt, dass alles immer schlimmer wird, dass es wirklich keinen empirisch messbaren Klimaschutz gibt, auch nicht im angeblichen Öko-Champion Deutschland. Die sieht, dass alles immer schlimmer wird, dass der Klimawandel eskaliert, dass er nicht in der Zukunft ist, dass er nicht nur irgendwelche Leute im globalen Süden negativ betrifft, sondern Leute hier. Und das sind auch oft nicht die Wohlhabendsten, denn der Klimawandel ist ein Gerechtigkeitsphänomen. Klimawandel ist ungerecht. Die Menschen, die ihn am meisten verursacht haben, leiden am wenigsten drunter. Und die Menschen, die ihn am wenigsten verursacht haben, die leiden am meisten drunter. Wenn das keine linke Frage ist, weiß ich auch nicht was. Die neue Generation Klima akzeptiert auch keine Formelkompromisse, genauso wenig wie sich planetarische Grenzen durch Kommissionskompromiss verschieben lässt. Du kannst nicht sagen, ich gebe dir mehr Klima, du gibst mir mehr Rente. So geht das nicht mit materiellen Grenzen. Und ich weiß, dass diese Partei das auch sieht. By the way, es gibt auch noch einen Stiftungsreferenten, der Tadjo Müller heißt, aber der ist nicht hier. Das ist jetzt sozusagen, ich bin hier der Bewegungsmensch Tadjo Müller. Ich weiß, dass diese Partei das sieht. Ich weiß, dass ihr beide in den letzten Tagen und Wochen genau das geschrieben habt. Ihr habt gesagt, Klimaschutz ist die große Generationenaufgabe. Er duldet keine taktischen Kompromisse. Und genau das fordert die Bewegung ein. Keine taktischen Kompromisse mit dem Klima. Warum ist es jetzt strategisch so wichtig für eine linke Partei? Ich bin die letzten Wochen immer auf diesen Fridays for Future Demos rumgerannt und das ist so. Da gibt es eine gewisse Grünennähe, weil das wisst ihr auch, historisch das Thema Klima eher bei den Grünen gelegen hat. Das ist zwar falsch, das ist zwar Quatsch, weil wir genau wissen, dass die Grünen keinen Klimaschutz machen, weil sie schon lange ihren Frieden mit dem kapitalistischen Wirtschaftswachstum gemacht haben. Aber, und das ist nun mal was, womit man sich auseinandersetzen muss, das Thema liegt eher noch bei denen. Wir wissen auch, dass die politischen Bindungen, die junge Menschen eingehen, im Grunde fast ein Leben lang stabil sind. Das ist wahlsoziologisch völlig klar. Und deswegen steht jetzt die Linke im Grunde vor der Aufgabe, diese junge Generation der kapitalistischen Umarmung der Grünen Partei zu entreißen und sie strategisch langfristig zu Teil eines linken gesellschaftlichen Blocks zu machen, genau von dem der Ruben hier gerade gesprochen hat. Applaus
So, und das bedeutet Folgendes. Erstens, Klimaschutz ist sozial oder er ist nicht, weil er eine Gerechtigkeitsfrage ist. Und in Deutschland ist es zum Beispiel so, dass wenn wir von Verzicht reden und von Klimaschutz, wir nicht zuerst zu den Armen gehen müssen, sondern zu den Reichen. Das durchschnittliche Grünen- und BUND-Mitglied hat in Deutschland einen 4-mal größeren Klimafußabdruck als der Durchschnittsdeutsche oder die Durchschnittsdeutsche. Die Reichen müssen zuerst drangenommen werden, ob bei einem gerechten Ökobonus oder anderweitig. However, gibt es natürlich auch ein kleines Aber. Also, was bei den Fragen, wo Klimaschutz mit traditioneller linker Politik in Konflikt steht? Was bei den Kohledebatten? Klar, ich habe gehört, Investitionen in erneuerbare Energien, bin ich voll dafür. Aber die nächste große Klimadebatte wird in Deutschland nicht mehr die Kohledebatte sein, die ist fast schon durch. Die nächste große Debatte wird die Autodebatte sein. Da habe ich natürlich gehört, Mobilitätswende, bin ich voll dafür. Aber lasst uns bitte nicht in die Tasche lügen, weil das wäre wieder ein Formelkompromiss. Klimaschutz im deutschen Autosektor heißt, die Produktion dieser dreckigen Schüsseln, mit denen Deutschland seinen Wohlstand in der Welt verdient, drastisch runterfahren. Klimaschutz heißt deutlich weniger Autos in Deutschland. Und vor allem diese scheiß SUVs, dieses Premium-Segment, mit dem die deutschen Autofirmen in dem internationalen Wettbewerb bestechen wollen. Und da muss die Linke an der Seite der Jugend stehen. Da muss die Linke ganz klar sagen, wir setzen Klimaschutz auch dann durch, wenn das heißt, dass in den dreckigen Industriesektoren dadurch weniger Arbeit, weil weniger Produktion läuft. Das muss ganz klar sein. Und eine Linke, die das nicht sagt, die jungen Generationen, die kann das riechen, Formelkompromisse, die können das mit ihrer Klimaschutznase erschnüffeln. Die wissen ganz genau, da gehe ich dann nicht hin. Das ist die Aufgabe der Linken, auch dann zu sagen, Klimaschutz, wenn es hart wird. Das ist nämlich die Definition von keine Formelkompromisse mehr. Wie gesagt, da ist halt auch eine Riesenchance da. Die Kids wissen ganz genau, dass ihnen die Grünen das eigentlich nicht liefern können. Die gucken in der Autodebatte schon nach Baden-Württemberg. Die sehen Kretschmann und Tarek Al-Wazir. Die wissen ganz genau, da kommt es nicht her. Und ich sag euch, das ist der Raum, in den die Linke reingehen kann. Geht da rein und bindet diese Kräfte langfristig an diese Partei, damit sie Teil eines progressiven, nicht eines schwarz-grünen Blocks werden. Ich bitte euch. Wirklich. Ich meine es völlig ernst. Ich bitte euch darum. Ich renne bei diesen Demos rum und ich kriege die Krise, wie viel Raum da die Linken haben. So. Ich komme zum Ende. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Das ist der Schlachtruf der jungen Generation. Das ist der Schlachtruf der Generation Klima. Und Genossinnen und Genossen, wir stehen vor einer Entscheidung. Formelkompromisse und Vergangenheit oder Entscheiden und Zukunft. Die Linke stand immer auf der Seite der Zukunft. Lasst uns auch wieder dastehen. What do we need? Climate justice. When do we need it? Really, really right now.